Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines After Dark Season 2. Blub. So, jetzt darf ich wieder gehen, Moment. Eieiei, ist ja schlimm. So, wenn man in den letzten Folgen oder in den letzten Videos generell meine Tastatur gehört haben sollte, sollte man jetzt generell nicht mehr hören, denn ich habe mir so Gummiringe gekauft, sogenannte Dämpfer. Super leise jetzt im Verhältnis. Ja gut, okay, so viel dazu, machen wir mal weiter hier. So, wir hatten beim letzten Mal, was hatten wir denn gemacht? Ich glaube, wir haben hier unten ein bisschen rumgebastelt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Speed lasse ich mal gerade so. Aber wir sehen hier schon direkt alles voll, alles zugestaut. Jetzt staut sich sogar schon hier. Und jetzt folgendes machen. Ah genau, wir hatten hier peu à peu das. Ja. Okay, gut. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen hinzugefügt. Also Gebäude und so Geschichten. Wir werden jetzt folgendes machen. Ihr seht ja, hier vorne staut sich das alles. Warum? Das liegt einfach daran, das sind ja... Die wollen ja alle zur Industrie bzw. zum Gewerbe. Hier ist noch Gewerbe. Und man sieht genau, die fahren, oder viele fahren hier rüber. Hier staut es ja, hier auch, die fahren da runter. Die fahren nämlich hier runter, hier geht's noch, aber hier oben. Das hier ist ein Problem, und zwar das hier. Weil das ist, das ist Gewerbe, das muss hier weg. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Das ganze Gewerbe wird nämlich nach unten ausgelagert. Und hier oben kommen dann... auch noch Büros hin. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier hinten etwas mehr Gewerbe. Mit den Buslinien, das muss ich eh erweitern. Da können wir auch das eine oder andere so noch machen. Jetzt machen wir erstmal hier. Genau, einfach mal geradlinig. Das war jetzt wahrscheinlich keine gute... Oder kann ich die in der Mitte durch? Genau so. Ich werde jetzt hier unten einfach mal generell großflächig... das hier benutzen. Da werde ich auch noch umbauen. Was ändern müssen. Hier auch. Das hatte ich beim letzten Mal hier ja alles freigelassen. Was eigentlich Quatsch ist, denn ich werde das jetzt einfach mal hier bebauen. Und dann sieht man ja, wo was gebaut wird oder nicht. Kann man ja so lassen. Hier fehlt noch. Das hier wird alles zugekleistert. Mit... Also hier soll ja so oder so, wie heißt's? Hier unten soll ja so oder so Gewerbe und alles hin. Ich müsste mal gucken, Schienen müsste man noch machen. Da haben wir Schienen, also es gibt einiges zu tun. Ich werde auch zusehen, dass ich in dieser Folge wirklich mal viel mache. Dass wir einfach mal doch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr vorankommt. Ein Busbahnhof wollte ich bauen. Weiß ich gar nicht, wo ich den hinbaue. Vielleicht baue ich den direkt... Nee, der kommt hier zum Gewerbe hin. Der kommt aber dann... da erstmal hin. Ich weiß auch jetzt mittlerweile, wie das Ding funktioniert. Zumindest ungefähr. Ich hab mich rumgelesen, ich habe mal ein bisschen probiert und... ja, da findet man doch das eine oder andere raus. Gewerbe habe ich hier und da gebaut. Das heißt, erstmal hier vorne, das kommt jetzt weg. Nee. Ach genau, wir haben ja noch gar keine Stadtviertel. Apropos Stadtviertel, wie auch in der ersten Season, dürft ihr bitte benennen? Dürft ihr benennen? Mir ist das egal, wie die heißen. Ich werde, vielleicht werde ich dieses Ding noch anlegen, werde ich noch welche anlegen und dann seid ihr so gut und benennt die bitte. Jetzt müssen wir erstmal hier Einbahnstraßen machen. Die dürfen nur da lang. Wir dürfen auch nur da lang, weil sonst fängt sich das an, da zu stauen. Noch zusätzlich. Da hinten, das bleibt. Jetzt müssen wir aber hier raus. Okay. Wir müssen hier raus. Na? Ah, scheiße, geht noch nicht. So, und zwar, wir müssen damit einfach... Kann ich hier noch weiter? Mal hier raus. Dann
geht nicht hier. Ah, geht auch nicht. Dann müssen wir doch hier raus. Na. Da fällt mir jetzt nichts ein. Da fällt mir jetzt wirklich nichts dazu ein. Ja, und Entschuldigung, ich bin gerade konzentriert. Da fällt mir echt nichts ein. So, das müssen wir auch noch ändern. Und zwar, das darf keine Einbahnstraße sein. Das muss in alle Richtungen funktionieren. War ja ursprünglich von mir etwas anders gedacht, aber das hat so nicht funktioniert. Ist bereits belegt. Habe ich das schon gemacht? Okay. Ja, scheinbar. So, das ist überall bebaut. Ah, genau, Wasser. Wasser und alles noch vorhanden. Mal hier. Ja, und, oh, natürlich das kleine Eckchen da. Das da hinten stimmt hier alles. Wir müssen nämlich die Staus hier auf jeden Fall auflösen. Und wie auch in der Vergangenheit werde ich das so mal. Ah, hier unten sind ja auch noch Gewerbe. Dass die Gewerbe generell separat irgendwie sind und nein, das wäre falsch. Und dass die Büros dann wieder abtrennen, wie heißen sie? Die, dass die Büros, Industrie und so weiter abtrennen, aber das, ja, mal schauen. Jetzt muss ich mal gucken, wir brauchen die Deponien hier, die will ich weg haben, die eigentlich auch, aber die können vielleicht bleiben, die müssen auf jeden Fall da weg. Das heißt, wir sagen den erstmal leeren, und zwar von Hand. Also, ist ja ein ich habe ja auch einen Mod drauf, dass das automatisch gemacht wird. Genauso, dass automatisch verfallene Gebäude, dass die abgerissen werden. Das wird, das mache ich jetzt hier in dem Fall per Hand. Dahin. Und da werden jetzt einfach mehrere von denen gebaut. Um dem Ganzen etwas mehr Herr zu werden. Das bleibt erstmal so. Tourismus müssen wir fördern. Da habe ich auch mal ein bisschen geguckt. Eigentlich ganz logische Sachen, wie man das fördert. Aber ja, der gute Drowny guckt halt nicht immer so nach, wie das geht. Jetzt können wir aber auch gleichzeitig hier die wegmachen. Und können die großen hinmachen. So, dann müssen wir auch mal schauen, dass wir mehr Wege basteln. Denn die helfen ja doch sehr gut. Das ist ein Problem. So. Genau, das ist zwar jetzt kaputt gemacht worden, aber das macht nichts. Kann man, von hier kann man runter, ne? Ne, da muss das lang. Kann man schön da rein. Zack. Kann man dann hier oben noch lang? Ja, kann man auch hier lang, oder? Ja, das war natürlich wieder typisch. Das sieht dann einfach nichts aus. Naja, was soll's. Wo können wir noch Wege machen? Ne, hier ist zu steil, gell? Ja, das ist viel zu steil. Kommen wir hier durch? Lol. Ja, dann machen wir das natürlich. Sind alles nur kleine Wege, aber immerhin. Der wird ja regen benutzt. Gerade mal überlegen. Hier ist doch Ei. Halt. Zu hoch. So sollte es eigentlich reichen. Ja. Auch jetzt was ganz was Atypisches für mich.
Ja, genau. Was ich aber auch mir zugelegt habe, ganz klein und fein. Was ist das hier? Parkbench. Süß, oder? Ganz knuffig. So, da kann da noch eins hin. Da kann eins hin. Da hin. Weiß zwar nicht, ob die Dinger groß genutzt werden, aber es sieht auf jeden Fall hübsch aus. Das hier vorne löst sich immer noch nicht. Machen wir mal ein bisschen Tempo hier. Vielleicht müssten wir hier hinten irgendwas machen. Ich glaube, das hier... Das hatte ich mal gemacht gehabt. Also ich habe hier mal ein bisschen was rumprobiert gehabt, weil ich die Tage ein bisschen Luft dafür hatte. Und habe natürlich das eine oder andere ein bisschen rumprobiert. Ah, das sieht doch... Oh. Das sieht doch ganz anders aus. Warum mache ich eigentlich das hier nicht auf? Oh ja. Jetzt fahren sie alle hier lang. Okay, jetzt fahren sie hinten lang. Aber hier flitzen auch einige durch. Wird vielleicht auf... wird vielleicht... Ich glaube, das wird nicht wirklich besser. Gerade mal... Was ist, ah, hier hinten fehlt ja noch, oder? Nee. Ach, ja. Nee, irgendwo ist es. Genau, sowas hier fehlt. Nee, dahin bitte. Und Polizeiwache, wo ist die nächste? Ja, okay, gut, hier muss definitiv noch eine hin. Dahin. Das hat nämlich definitiv gefehlt, das ist mir, ja. Ja, genau. Ist mir eben gerade aufgefallen. Was macht ihr? 4 und 41, 4%, die gehen dann so peu à peu. Sie wollen gar nichts im Moment. Gut, dann, wenn ihr nichts wollt, ist auch schön. Hui, da geht's aber hoch. Dann seht ihr, was die beiden Stadtdinger gebracht haben. Dann fange ich jetzt mal langsam mit einem Zug an. Ne, nicht aufrüsten. Gerade bitte. Uff, wo fange ich denn da mit dem Zug an? Da. Na, jetzt muss ich schon die richtige Taste drücken. Hm? Oh, puh. Bleibt das halt offen. Ja, egal. Beziehungsweise, dann machen wir einfach so rum. Ja, kann man die jetzt wenigstens noch... Ja, kann man. Dann sind die auch... Fertig für... Einmal schauen, ne. Dann sind die auch fertig um da, ne? Das heißt, wir bauen jetzt... Ne, keinen Bahnhof, sondern Güterbahnhof. Der kommt... Dahin. Und der andere kommt... Und dahin? Ne, wir machen dahin. Ne, das da bitte. Und das jetzt da dran. Eigentlich müsste hier noch was hin. Genau, die Verbindung haben sie ja. Da hinten müssen wir hin. Ausholen. So, eine schön große Brücke. Das geht dann am besten hier lang. Geht das überhaupt da? Nö, geht gar nicht. Scheiße. So geht das. Na. Nee, das ist nur so anschließend. Oh, das ist doch wieder blöd. Naja, gut, dann machen wir es halt so rum.
Nicht zu steil. Ja, da ist ein bisschen steil. Na gut, was soll's. Okay, da sowieso. Okay, das bleibt dann erstmal. Die haben da hinten Anschluss. Hier mache ich aber noch einen hin, weil hier wird wahrscheinlich später noch ein bisschen Industrie hinkommen. Das hier. Nö, da kann ich gerade rausgehen. So, das heißt, wir basteln uns... Wo ist er? Jedes Mal. Dahin. Das heißt, wir können hier auch Industrie hinklatschen. Ja, machen wir auch einfach mal. Zack. So ganz billig und Banane. Der muss da... Achso, hier ist er schon. Strom kriegst du dann auch noch. Schätzchen. Das wird ja bebaut. Wo ist Schienen, 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 Schienen? Schon wieder. Hier. So, genau. Jetzt müssen wir aber noch drumherum gehen. Das heißt... So, weil wir müssen uns hier eine Zusatzstrecke, eine alternative Strecke machen, damit die, die da nichts wollen, damit die da vorbei können und so. Können wir das kaufen? Ja, können wir kaufen. Prima. Reicht dann auch schon? Dann kann man nämlich einen Kreis machen. Da war das. Ey. Muss ich gerade verarschen? Muss ich verarschen? Was? Hat es bereits belegt? Okay, gut. Mal gerade oben bleiben. Du hast es gerade höher gebaut? Nee. Was sagen? So. Müssen wir über Wasser? Nö, müssen wir dafür nicht. Mal wieder runter. So. Durch den schönen Wald. So, jetzt haben wir das auch dran. Oh, da fahren sie schon. Wichtig ist halt einfach, dass der Sinn des Ganzen, für die, die es nicht wissen, ist einfach der, dass die Industrie Waren rausbringen kann oder auch, dass es hier Transporte gibt, zwar von hier nach da, beziehungsweise, dass auch die Händler Ware wegbringen können, sodass wir LKWs, in dem Falle, von den Straßen runterholen, beziehungsweise die nur noch mehr hier hinfahren oder hierhin oder dahin und nicht quer durch die Stadt fahren. Und wir sehen auch hier, der Stau hier hat sich ja eh aufgelöst, aber dadurch jetzt ist allgemein ja ein bisschen weniger. So, jetzt wollte ich aber noch... Wie heißen sie hier? Buslinie. Zack. So, hier kann man nämlich anfangen. Das wusste ich alles nicht. Ob ich auch dann raus hier findet. Machen wir jetzt einfach mal hier... Nee, an der Mülldeponie muss man nicht halten. Ich mache das jetzt einfach simpel erstmal. Moment, wo ist... Da ist es. Einfache Stadtrundfahrt. Und zack, wieder da rein. Das ist eine Linie. Und die nächste. Die geht aber dann eher ins Industriegebiet. Hier kommt eine hin. Ne, dahin. Ich muss mich da irgendwie immer konzentrieren. Also. Ob die wie mal nachsehen. Jetzt eher was, das geht hier so durch die halbe Stadt. Überall entlang. Friedhof, ganz wichtig. Da eine Haltestelle zu haben. Wichtig ist auch, dass die dass Haltestellen auch in der Nähe von anderen Haltestellen sind, damit die eine Verbindung miteinander haben. Damit also unsere Bewohner auch umsteigen können. Und Touristen natürlich auch, die müssen ja auch umsteigen. Hier zum Beispiel. Die sollen ja auf kurz oder lang weg. Nein, da nicht hin. Da muss ich hin. Dahin, dahin, dahin. Und dahin. Zack. Das reicht jetzt erstmal.
Hier hinten fehlt ja noch, aber da ist auch noch nicht so viel an B-Punkt Wohnern. Apropos, die wollen jetzt wieder. Das heißt, wir machen jetzt das hier platt. Kommt das hier hin. Die sind immer noch nicht leer, ne? 0%. Ah, okay, gut, dann können wir die abreißen. Ich weiß noch nicht, was ich hinbaue. Wichtig ist, dass sie erstmal weg sind. Ist nicht leer. Aber bald. 3%. Du sollst bitte leer werden, danke. Die müssten ja alle... Ja, die haben ja kaum was. 88, 3. Da ist ja überall nirgendwo was drin. Dann reicht das alles auch. Wird der Weg denn hier wenigstens genutzt? Ja, der wird genutzt. Da laufen zwar nicht so, so ein paar, aber immerhin. Je mehr die Leute laufen können, desto weniger fahren sie mit dem Auto. Hier ist auch schön, die sind alle schön rumwuseln. Was ist mit dem Weg hier? Da wird jetzt... Da wird wenig genutzt. Der hier oben... Na, der wird schon wieder rege. Oh ja, der wird richtig rege genutzt. Das macht ja auch Sinn. Die können von da oben gerade hier runterlaufen. Zack! Und schon wird da wieder ein großes Gebäude draus. Schön, schön. Gefällt mir. Was ist mit dir? Bist du leer? 0% voll. Gut. Und tschüss. So, und ich werde hier wahrscheinlich jetzt einen Park hinbauen. Irgend sowas die Richtung. Was habe ich mir denn da runtergeladen? Sowas könnte ich hinbauen. Nee, ich will da ein bisschen eigen bauen. Was ist das hier? Können wir da zwei hinmachen. Genau, ja, da hat man hier so... Genau, kann man hier einen kleinen Weg nehmen. Nehmen wir da noch gerade... Machen wir es mal. Geradeaus. Da lang. Da lang. Das mache ich doch ganz einfach. Ey. Oh, leck mich am Himmel. So. Und hier das gleiche. Aus. Hatte ich das weiter hinten oder vorne? Ich kann schon die Bäume wegmachen. Das ist nämlich zu viel des Guten. Vieles gut, das können wir außerdem anders gestalten. Können wir nämlich diese schönen Parkbänke an die Seite machen. Ich glaube, da habe ich sogar zwei verschiedene. Ich will mal gucken. Erstmal die wegmachen. Aufpassen, dass wir nichts anderes abreißen. Ich muss zukünftig erstmal gucken, das hatte ich in der alten Stadt, jetzt, in der ersten Stadt nicht so oft praktiziert, dass ich einfach mehr Wege baue. Also, dass die Sims einfach laufen können. Ich werde nämlich auch im Wohngebiet, werde ich nämlich dann auch, oder an den die Wohngebiete, die an den zwei großen Hauptstraßen sind, dass dort Wege rüberführen, damit die Sims einfach rüberlaufen. So, jetzt sind die alle weg. Genau, jetzt schauen wir doch mal, was wir hier haben. Was hatte ich denn hier? Tree Row? Row? Nein, das geht dann weg. Was sieht die aus? Ah, das sind zwei. Small Spiral Park. Ne, dann ist das zu weit. Was ist das hier? Park Bench. So, gucken wir mal. Ah, okay, gut. Genau, dann machen wir die aber weg. Ja. Und von denen machen wir in die Ecken irgendwie. Was ist denn? Tree Row. Was ist das? Ja, das ist das. Und dann dahin. Ach, die machen wir in alle Ecken einfach. Genau. Aber da vorne hat man die anderen. Die da war es, ne? Genau. Kommen wir dahin. So, ne? Das war's dann erstmal. Und für den Rest dann mal. Busch. Genau, sowas hier. Nee, das ist ja kein Busch mehr. Was? Pflanzen wir einfach mal die Dinger hier so hin. An den Rand. Ja, die Wege werden damit jetzt abgeschlossen, sag ich jetzt mal. Dass ich nicht zu viel mache. Das sieht ja nämlich auch nichts mehr aus.
wenn sie zu nah beieinander sind. Das ist jetzt so ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Aber gut, was macht man nicht, ne? Und da hinten dran kommen dann vereinzelt so Bäume. Und das Ganze ein bisschen schöner aussieht, ästhetischer. Toll, wie oft man diese Wörter benutzt. Immer in dem gleichen. Ja. Ist eigentlich logisch. Ich rette wieder jeden Stuss. Hört einfach nicht hin. ich habe mir die Tage mal ein paar Videos angeguckt, was manch andere so machen. Da merke ich schon, so ganz der Kreative bin ich da auch nicht. Vielleicht bin ich aber auch in vielen Dingen einfach nur zu faul, um mir die Sachen rauszusuchen. Weil bei vielen ist es so, die haben halt denn die Sachen, die sie benötigen, haben sie. Und ich muss halt... Man muss fairerweise sagen, es gibt so viel Sachen, was man machen kann. So viele Mods. Also ich möchte an dieser Stelle einfach mal die Colossal Order danken, dass sie das Spiel gemacht haben. Dass sie es vor allem so von Anfang an so offen für Modern alles gemacht haben. Und auch mal ein Riesendank an die ganzen Modder, die den Krempel hier machen. Also Respekt und vielen, vielen, vielen Dank. Also das ist unglaublich. Das ist echt hart, was die hier an den Tag gelegen haben. Also das ist echt Hammer. Das ist super. Und ich bin, ich sag, also ich habe mir das gestern mal so ein bisschen überlegt und bin eigentlich der Meinung, dass City Skylines eigentlich in der Hinsicht, gut, ich kenne sie nicht so viel, aber wahrscheinlich eins mitunter eins der besten Spiele ist, was es überhaupt gibt, weil man einfach so viel machen kann. Es gibt natürlich auch andere Spiele, wo das genauso ist. Deswegen sage ich ja eins der Beste und nicht das Beste. Weil das Beste, egal, oder in den meisten Fällen, ist, beziehungsweise immer wenn es persönlich ist, ist es immer subjektiv, was das Beste ist. Deswegen eines der Besten. Und das, denke ich, kann man getrost sagen. Von dem, was man hier machen kann, das ist echt Hammer. Ich meine, wenn Leute schon hingehen und komplette, also Originalstädte, so fast sehr, sehr, sehr detailgetreu nachbauen können, weil es diverse Sachen gibt, allein schon, weil es die Gebäude dafür gibt. Und diese ganzen Zusätze, zum Beispiel die Parks. Ich meine, man kann ja Parks selber, man kann ja hier sehr viele selber gestalten. Was für ein Aufwand das teilweise ist. Wie viele Details, da müssen ja dann teilweise eigene Sachen erstellt werden. Das darf man auch nicht vergessen. Hallo Handy, keine Zeit für dich. das ist Wahnsinn. Also da nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, die das machen. Und auch vor allem allergrößten Respekt vor den Leuten. Ich könnte das nicht. Ich habe mir das mal angeguckt. Allein so einfache Sachen zu... Also ich kann da nichts erstellen. Also ich konnte nichts erstellen, weil ich habe kein Model. Irgendwas, wo ich dann... Man muss sich ja dann... So einen Körper von einem Gebäude zum Beispiel muss man sich ja mit einem anderen Programm erstmal erstellen. Und dann kann man den da reinladen und dann kann man den bearbeiten. So, habe ich nicht. Das heißt, ich bräuchte erstmal Software. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, wie das heißt. Müssen wir durchrennen. 3D Studio Max fällt mir spontan ein. Damit geht das vielleicht. Das kann man dann irgendwie reinladen, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann hat man Möglichkeit, das entsprechend zu bearbeiten mit dann farbmäßig, mit Licht und allem möglichen. Was ich mal Spaß ist, ich habe mal rumprobiert, natürlich klar. Aber das war dann halt ein vorhandenes Model und da habe ich dann halt diverse Kleinigkeiten hinzugefügt, eine Lampe und so Sachen. Oder hinten dran habe ich den Garten etwas verschönert. Beziehungsweise mehr Grün reingelegt, aber das war es dann auch. Wobei das ja auch schon toll ist. Aber das ist ja dann noch harmlos, was ich bei anderen gesehen habe. Oh Gott. Ah, das sieht doch ganz schnieke aus, ne? So, jetzt haben wir noch Busch. Genau, einzelne Büsche, die können wir dann mal ein bisschen aufpassen. Können wir hier sowas hinmachen? Muss ja nicht unbedingt alles voller Bäume sein. So ein bisschen random. Das muss ja nicht alles... Genau. Zum Beispiel. Oh, am Rest können dann... wie heißt's? Bäume hin. Machen wir einfach ein bisschen durcheinander. Okay, oh, ich sehe gerade die Balken hier unten. Da müssen wir uns bald drum kümmern. Das habe ich ausgewählt. Oh ja. Cool. Ah, das gefällt mir, der Park. Der gefällt mir jetzt schon. Was wir da zusätzlich hingemacht haben. Ich sehe jetzt hier keinen Wald machen. Aber das hatte ich ja in vergangenen
Spielen, in der vergangenen Season schon gesagt, dass die Welt ja so viel einfacher in der Hinsicht sein könnte. Die Städte könnten so viel grüner sein, das könnte so angenehmer sein. Ich sag immer, das Projekt, was vor, keine Ahnung, über 10 Jahren mal in Tokio gemacht wurde, das überall auf den Dächern, oh, das sieht doch schön aus, das auf den Dächern der Häuser, vor allem der Wolkenkratzer-Hochhäuser, dass da alles begrünt ist. Ja, ja. Gut, okay, es ist ja leer. Das heißt, was wollen sie? Wohnungen. Machen wir mal weiter Wohnungen. Danach kommen dann andere Dinge dran. Wohnungen ist hier. Ach ja, genau, ich wollte ja dann noch erstmal das hier. Und dann denke ich mir gerade, ich könnte doch hier am Wasser entlang auch einen Weg machen. Von hier hinten. Ja, von hier am besten. Wege. Ah, hier. Ja, es war klar. Nee, oberirdisch bitte. Wie sieht das aus? Kein Kommentar. Das ist das, was ich immer noch nicht kapiere. Es geht jetzt wirklich am Wasser entlang. So, genau jetzt. Ist der da jetzt dran oder nicht? Nee, der ist doch nicht dran. Na? Jetzt ist er dran. So, und da kann aber dann... Genau. Noch einer dran. Richtig. Und hier noch einer runter. Genau. Das ist dumm. Das ist doch schon wieder dumm. Es wird nicht besser. Dann... Nein, so nicht. Das, dann kommt da halt nichts hin. Beziehungsweise... Ne, das wird nichts. Gut, dann kommt hier halt nichts hin. Wäsche habt. Was eigentlich total Banane ist. Aber eigentlich müsste hier was hin. Das wird ja nichts. Ne, dann habe ich echt auch gar keinen Bock mehr da rumzuprobieren. Das macht ja eh nichts. So, jetzt können wir aber trotz allem hier die Wohnungen hinbasteln. Weil die können ja da trotzdem hin. Die bauen sich das Gelände ja, wie sie es brauchen. Genau. So. Dann müssen wir was für den Tourismus tun. Deswegen bauen wir eine Regierungsstelle. Ganz wichtig. Für den Tourismus. Ganz wichtig. Ach komm, hauen wir direkt neben dran. Was hat er mir hier? Kino. Auch wichtig. Hier noch was? Nö, da aber. Statue des Wohlstands. Ich komme. Ach nee, das muss eigentlich separat gebaut werden. Was habe ich denn hier für Sachen? Einkaufszentrum der Mäßigung. Nee, das muss ich jetzt nicht alles dahin bauen. Das sind erstmal zwei Sachen da. Das ist nichts Dolles, aber es reicht jetzt erstmal. So, Gewerbe wollt ihr haben. Guck mal. Gewerbsmäßig. Ich will aber eigentlich... Nee, ich mach jetzt... Machen wir das. Das habe ich abgekoppelt, bewusst. Was mache ich eigentlich da oben hin? An, wegen den Straßen. Mache ich da Wohnungen oder irgendwas hin? Kann ich das überhaupt machen? Kann ich das lassen? Ich weiß gar nicht, was ich hier oben hin mache. Wohnungen wird, glaube ich, keinen Sinn ergeben, weil die Dinger sind zu laut, oder? Lärmbelastung 75, das kann ich nicht bringen. Da kann ich Industrie vielleicht hinbauen. Wenn überhaupt.
Ja, oder ich kann folgendes machen. Ich kann hier kleine Wohnungen. Ja, sowas machen wir vielleicht. Mal schauen. Einfach das. Einfach so ein bisschen was Kleines. So, Wohnungen. Nicht Wohnungen, wie heißt Ding wollte haben. Sowas hier. AKA, genau. Wie heißt es denn? Komm ich nicht drauf. Super. Hier auch noch hin. Da nicht. Arbeitsplätze, genau. Arbeitsplätze. Ist keine Straße. Okay, ne, hier muss noch eine Straße rausführen. Oh, eine Großstadt. Krematorium. Oh, Wasseraufbereitung. Das ist gut. Können wir gleich mal anfangen. Stopp. Reißen wir gleich alle ab. Wasser, Wasser, Wasser ist hier. Einmal, zweimal. Mist. Gehen nur zwei hin. Schlecht. Du musst die da hin. Müssen wir so gucken, wo das alles hinkommt. Zukünftig. Die ist dran. Sind die dran? Die ist dran, aber die nicht. So, jetzt müssten sie dran sein. Wasseraufbereitung ist genug da, genau. Strom ist auch noch genug da. Was hatte ich nochmal bekommen? Ach, Krematorium, genau. Krematorium, Krematorium, Gesundheit. Wir brauchen aber einen weiteren Friedhof. Da kommt direkt neben dran. Da kommt das Krematorium hin. Das muss Bauschi mal in die Nähe. Das heißt, hier kommt eins hin. Und hier kommt eins hin. Ach, scheiße, habe ich die Dinger jetzt richtig gebaut? Ja, das sitzt richtig. Und das auch. Gut. Das kann man dann erstmal so lassen. Ach, wenn wir gerade schon dabei sind, gerade überprüfen. Mal noch hoch. Aber da ist eigentlich eine Feuerwehr hinten dran. Das ist in Ordnung. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ja, immer zu tun, ne? Oh, beide brauchen Liebe. Kommt die Schule dahin? Hier kommt noch eine hin. Genau, dann ist jetzt da genug da. Uff, da haben wir doch schon drei. Halt hier eine hin. Die baue ich jetzt einfach dahin. Das kann ja alles später noch gemacht werden. So. Universität haben wir eigentlich genug, ne? Genau, da ist jetzt auch genug. Ja, das ist ja normal. So. Kommen wir weiter im Text hier. Was wolltet ihr mehr? Gewerbe. Ja, ich wollte aber eigentlich hier noch straßenmäßig was bauen. War dadurch wahrscheinlich eher weniger. Ne, Straßen waren hier. So. Wieso geht das nicht? Okay. So bitte. So. So, la. Nee, Übergänge will ich, wenn's geht, vermeiden. Das heißt aber, wir gehen hier rüber und schließen das da an, genau. Dann geht das da noch hin und ne, von da bitte. Das geht einfach rein. Jetzt müssen wir aber die ganzen Ampeln wegmachen, denn die wollen wir nicht.
Da ist keine Ampel. Da ist eine Ampel. Da ist eine Ampel. Hier hinten ist aber nichts angeschlossen, genau. Aber wir können das hier nochmal weiterführen. So. Das da geht hier hin. So, jetzt haben wir da nämlich auch eine Ampel. Die muss weg. Was ich eigentlich noch machen wollte, jetzt geht das nämlich gerade wieder hoch. So, nehme ich eine Auf- und eine Abfahrt. Abfahrt. Auffahrt. Das machen wir schon von hier hinten. Auffahrt, aber die haben jetzt auch Ampeln. Alle weg. Nee, die nicht. Die hier müssen eigentlich noch irgendwie drauf können. Oder? Komisch aus. Egal. Bleibt jetzt erstmal. Dann könnt ihr das aber nämlich auch nutzen. Genau, dann könnt ihr nämlich schön hier hinten lang fahren. Komm eh dorthin. Gewerbe können wir hier hinten noch gleich hinpflastern. Was machen wir hier an? Parkhaus ist da. Was könnte ich denn hier hinhauen? Luxury Look. Geht das hier irgendwo hin? Da geht eins hin. Da geht sowas hin. Nee, keine Büro. Obwohl, doch Büros können wir hier außen hin machen. War eigentlich Großbüros irgendwo? Also Hochhäuser? Nee, haben wir noch nicht. Ah, komm, vielleicht irgendwann. So, hier. Aber nur in, oder mal, außen können wir auch mal kommen. Wasser kriegt er auch gleich. Ich weiß, das fehlt. So, kann man das da noch machen? Oder? Wasser habt ihr? Ja, da fehlt noch Wasser. Jetzt aber nicht mehr. Die da hinten haben ja, genau. Wird das eigentlich groß genutzt? Das ist der Müllwagen. Oh, doch. Oder? Nee, doch nicht. Fährt keiner rein. Fährt raus. Okay, gut, dann wird hier eher angeliefert. Nee, auch nicht. Doch, der fährt rein. Nee, aber da wird wahrscheinlich die werden eher benutzt. Oh ja. Oh, hier ist richtig. Oh, hier ist richtig was los. Hier ist richtig was los. Das hat sich auf jeden Fall dann gelohnt. Und was ist mit dem hier? Das muss schon mal gehen. Hier ist auch Betrieb. So. Taxen kann ich doch auch machen. Fällt mir gerade mal so ein. Taxen kann ich doch auch machen. Dann kommen. Kommt einer dahin? Da kommt einer hin. Hallo Handy. Gerade Zeit für dich. Noch irgendwo. Da geht keiner hin. Das reicht wahrscheinlich auch erstmal. Was war das? Abbildung, ja. Ja, gut, okay. Da ist jetzt genug. Ja, das reicht. Ah ja, genau. Jetzt muss ich mit Wegen nochmal gucken. Was können wir hier für Wege basteln? Du, ist eigentlich ganz klar. Nee. Da geht einer hin. Und da geht einer hin. Ich muss in der Hinsicht vielleicht auch mal so ein bisschen anfangen, radikaler zu werden und dann einfach die, ja, notfalls halt die Gebäude kaputt machen. Das ist verdammt steil hier. Halt, das geht ja... Hier fängt das an. Okay, geht auch nicht. Müssen wir hier anfangen? Ne, dann hier. Können wir hier hinten jetzt lang? Cool.
Immer. Sieht auch ganz passabel aus. Ja. Wenn ihr nämlich auch da lang. Wir könnten doch bestimmt. Cool, wir können hier lang. Genau, dann können wir auch da anschließen. Warum geht das jetzt wieder nicht? Nee. So, zack. Cool. Wo gefällt mir das? Hier wird das mal schön genutzt. Das hier dann... Ah, oh, wunderschön. Wunderschön. So, jetzt können wir hier ein bisschen grün basteln, oder? Wollen wir das grün machen? Ach, da habe ich... Ach, das mache ich vielleicht offscreen. Mal gucken. Jetzt habe ich gerade keine Lust. Ja, wird doch so langsam. Schön ausfallen. Hier unten gefällt mir das. Schön verwinkelt. Der kleine Weg da ist auch nicht verkehrt gewesen. Hier wird das irgendwie kaum genutzt. Aber, ah, doch, wird genutzt. Zwar nicht oft, aber immerhin. So, oh ja, der wird genutzt. Oh, der wird richtig genutzt, genau. Und der hier außen auch. Oh ja. Auch gut genutzt. Solange dadurch Autos gespart werden, weil die können nämlich von da hinten schön hier durchlaufen. Das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Jep. So, oh, der wird auch, die werden auch genutzt. So, aber jetzt apropos Wege, genau, hier oben. Weil viel Verkehr ist noch nicht, aber... Überleg gerade, man könnte doch... Nee, das ist, Na, jetzt hier rüber. Genau so, dann können die nämlich hier rüberlaufen und dann können wir das eigentlich auch gerade hier auch nochmal machen. Da wahrscheinlich anfangen. So. Genau, dann sind die schön miteinander verbindet. Kann man von hier durch? Nee, geht nicht. Höchstens hier müsste ich durch. Und doch, so. Ist das schon die Höhe? Glaub schon, oder? Prima, oh cool. Sieht zwar nicht unbedingt hübsch aus, aber es ist praktisch. Ja, es wird genutzt. Da muss man nämlich hier nicht rüber, dann kann man gleich hier hin. Wunderschön. Weil hier hinten wird ja eh nachher immer mehr und mehr und mehr, vor allem wenn ich die aufrüste. Im Sinne von, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mache, spaßeshalber. Ach, ich kann ja dann, ja, dann kann ich das da gleich mitmachen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin, robben die hier raus und basteln neue hin. Plopp. Und schon wird hier alle... Ach, das ist das Gebäude. Okay, gut, das ist, ja... Muss ich immer rausnehmen, das ist nämlich in der Hände. Meines, ich sag mal, es ist buggy. Fakt ist, es stimmt halt einfach in der Proportion nicht. Tja, gut, Stau ist hier jetzt keiner. Der Stau wird eher hier hinten sein. Und hier, oder? Wo war gerade? Ja, hat sich verlagert mehr hier und hier. Wobei natürlich wir... Eigentlich könnten wir doch das jetzt auch wieder richtig machen, oder? Weil das ist alles nur hier. Ich glaube, das mache ich auch. Ich mache hier keine Einbahnstraße mehr hin. Die können sie in beide Richtungen fahren. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, was macht der Weg hier? Was machen die Wege hier? Okay, noch kein so reger Betrieb. Das kommt wahrscheinlich alles noch. Je nachdem, wo die Herren und Damen wohnen. Ah, das hat sich ganz gut entwickelt. Was fehlen dir? Nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Ja gut, die Uni steht, ne? Brauchen wir doch mehr Wohnungen, hm? Also mehr,
Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen nur mehr Gebildete. Gut, das dauert halt. Da muss der Gute warten. Das ist aber immer so. Man muss halt irgendwo auch Geduld beweisen. Dass wenn die Voraussetzungen halt gegeben sind, dann geht das. Dauert das jetzt nicht allzu lange, aber es dauert. Oh, die Pommern. Genau, auch ganz schön. Oh, das Ding da wieder. Wie sieht es eigentlich mit den Grundstückspreisen aus? Alles hoch, ne? Ne, Grundstückspreise war hier. Grün ist hoch, jupp. Okay, hier hinten fehlt noch. Das heißt, wir müssten da was hinbasteln. Laser hier. Hm? Außerhalb. Ne, da doch lieber dahin. Das sollte noch ein bisschen helfen, wobei da hinten ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Hier vielleicht noch was hin. Dahin. Weil irgendwie passiert hier vorne nichts. Ihr habt eigentlich alles. Ihr habt auch jetzt mit. Ihr habt ja mittlerweile auch Busverbindungen. Apropos Bus, da müssen wir eine neue Verbindung machen. Für hier hinten. Bus war hier. Dann die nächste Linie. Da außen ist noch nichts. Nee, dann geht's hier lang. Darüber. Ich überleg gerade, wo wir mit der hingehen. Wo gehen wir denn mit der hin? Wollen wir hier runter? Ach, hier ist ja noch gar nichts. Ach du Scheiße, so schlecht. Da ist ja noch gar nichts. Da müssen wir natürlich sofort runter. Das kann ja auch nicht sein. Ja, ist ja gut. Ich dachte, ich hätte hier längs eine Linie gemacht. Ja, weil, okay, dann ist klar, dass hier unten so erstmal nichts passiert. Da gehe ich noch nicht hin. So. Ich dachte, ich hätte hier unten längs eine Linie gemacht. Oh Gott. Geht ja mal gar nicht. Dahin, 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 dahin. Gott, ich dachte, ich hab da unten längst eine. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass da unten das immer noch so relativ klein bleibt. Während hier die Wohnungen schon überall hochgehen, hier auch. Ah, hier hinten ist auch ein bisschen mehr. Okay, Trieb ist jetzt nicht so rig. Ah, genau, jetzt sieht er schon viel, viel besser aus. So, hier müsste man natürlich überall grün noch machen. Hier hinten müsste man das auch. Vor allem hier, das ist so kahl. Kahl! Das wird hier richtig gut genutzt. Das war gut. Ja, die fehlen Kunden, oder? Nicht genügend gebildete Deppen. Gut, okay. Was sagen denn Touristenzahlen? Wenn befördert, 44. Immerhin! Sind Taxen? Nee. Vielleicht was sind denn im Einsatz? Hier sind es 13. Waren das andere noch? Hier 13 und 20. Ich weiß gar nicht, wie man das mit den Taxen, dass die Taxen mehr genutzt werden, wie man das erhöhen könnte. Ich überlege gerade, was wir hier machen. Ein paar Büsche könnten wir hinmachen. Das sieht jetzt auch nicht so doll aus. Mal größere Büsche. Ja, genau, sowas hier. Ist ja nur ein Hang. Vereinzelt Bäume können wir da noch hinmachen. Klick, 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 klick. Oh, da wird manchmal schön gebaut vor uns. Wie sieht denn das überhaupt aus? Nicht so toll. Na, ist egal. Passt schon. Passt schon. Da gibt es eh noch genug zu tun. Wie gesagt, so Dinge werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Mal gucken. Hier können wir. Ne, hier hatte ich ja noch gar keine Straße. Gell? Genau, hier sollte ja noch eine Straße raus. Sowas bitte.
Warum, hallo? Ah, geht nicht. Schlecht. Das heißt, das da kommt weg. Dann nehmen wir das hier. Das geht aber, oder? Geht auch nicht. Dann müssen wir eine kleine Straße nehmen. Gut. Geht auch nicht. Ich kann sagen, das geht aber. So. Jetzt haben wir es. Jetzt ist das Kind auf der Welt. So, die noch weg. Dann können wir auch hier weiter Gewerbe, nicht Gewerbe, wie heißen sie, Büros hinbauen. Hier könnten wir eigentlich auch Büros hinbauen, aber wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir hier auch noch einen Weg hinkleistern. Weg war hier. So niedrig, ne? Ja. Klar. Genau, jetzt passt er. So, wo gehen wir damit hin? Einmal hier raus. Zack. Mal da noch rüber? Ja, können wir. So, und hier könnten wir das natürlich dann auch entsprechend gestalten. Mit Busch und so weiter. Hatte ich eigentlich noch kleinere? War das hier? Ach, das sind die ganz kleinen. Genau. Oh ja, oh, sind die putzig. Oh, sind die süß. Oh. Die sind hier putzig. Parkbank kann ich hier nicht hinmachen. Das ist halt auch wieder ein bisschen schade. Wenn ihr da irgendwie Infos habt oder Mods oder so, dann her damit, dass man so Parkbank, die kann ich nicht neben, kann ich nicht an diese Wege machen, sondern nur an der Hauptstraße, an der Straße. Und hier ist ja keine Straße, also kann ich jetzt hier keiner hinmachen. Das ist leider etwas schade. Aber gut, okay. Also wenn ihr da irgendwie was habt, her damit. Kann ich ja, oh, gleich mal benutzt. Das wird gut genutzt. Also auch wieder wichtig, ne? Schon hat man wahrscheinlich wieder Autos gespart. Irgendeiner sprüht hier draußen. Sprüht sein Auto ab oder so. Ne, das hört sich an wie so ein Hochdruckreiniger. Das ist, glaube ich, auch ein einer der Nachbarn hier wird wahrscheinlich irgendwelche Fliesen oder so sauber machen. Da ist das ja gerne mal das Mittel der Wahl. Was man nachvollziehen kann, das ist ja schon sehr praktisch, so ein Teil. Brauche ich auch für die Garageneinfahrt. Da brauchen wir nichts machen. Hier höchstens noch ein bisschen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Naja gut, was soll's. Was ist denn das? Ein, oh, ein anderer Busch noch. Ganz vergessen, was ich da alles hab. Gucken wir mal die großen. Ich hab drauf geklickt. Vereinzelt jetzt halt, ne? Einfach da so ein paar verteilen. Soll jetzt nicht so super toll sein. Auch nicht so massig, wie ich es in der Vergangenheit hatte. Es sah dann doch irgendwo. Es sah zwar schön aus, weil es halt waldmäßig alles war, aber es war da. Aber letztendlich war es dann irgendwo zu viel des Guten. Und von daher muss ich das jetzt hier nicht unbedingt nochmal machen. Oh, wir haben bald 20.000 Einwohner. WoW. Also, wow und so, ne? Also, ich wollte ja gucken, wie der jetzt genutzt wird. Der Weg hier. Ja, von hier darüber. Ja, auf jeden Fall. Hier jetzt nicht so unbedingt, aber das spielt ja keine Rolle. Was macht ihr hier hinten? Werdet ihr gut genutzt? Ja, deutlich, deutlich mehr. War auf jeden Fall auch eine gute Idee, das zu machen. So, jetzt werde ich natürlich gucken, dass ich hier vorne vielleicht noch, also von so Gebieten hier, dass ich hier das abreise, beziehungsweise aber hier Wege rüberbaue, hier, hier vielleicht, oder hier, bietet sich sogar ein bisschen anbieten, hier rüber, mal schauen. Die müssen hier eigentlich auch noch weg, ne? Oder? Weiß nicht. Mal gucken. Hier muss noch viel begrünt werden. Oh, das wird auf jeden Fall genutzt. Der Weg hier so noch nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch.
Ja, doch, wird auch genutzt. Hier in der Mitte die beiden. Ja, also merkt schon, die Dinger sind unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig. Alle Balken gehen wieder langsam nach oben. Was ist mit dem hier? Der wird ja auch ordentlich genutzt. Vor allem hier in die Richtung. Vor allem der wird genutzt. Ja. Schön, schön, schön. Wie viel sind im Einsatz? 13 und bei... Wo ist das zweite? Hier war es. 16. Hatte ich nur 2? Ja, ich habe nur 2. Touristen, 48. Da müssten auch irgendwo ein bisschen mehr dann kommen, ne? Ach, das sieht schön aus. 11. Ja, da auch. 0. Was ist jetzt hier? 13. Naja. Aber knuffig gemacht. Die Dinger sind praktisch. Das hier in der Mitte, wo ist es? Hier. Parkplätze werden auch ganz gut genutzt. Auch wenn nur so 5-6 Autos draufstehen, aber es ist. Ja, hier ist deutlich mäßig mehr. Ist definitiv nicht zu unterschätzen. Das hier genauso. Wenn man reinguckt, da stehen einige Autos drin, die sind ja dann alle weg, ne? Ja, Stündchen ist um. Wir machen hier mal langsamer. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sollen, dann ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!